Hallo, schönen Abend aus dem wunderschönen Reffenon. Zwar wollte ich so ein kleines Covid-Update wieder durchgeben. Und zwar sind jetzt einige Tage vergangen, ab dem 24., wo die Maskenpflicht aufgehoben worden ist. Also, wie schon damals gesagt, man braucht keine Masken mehr draußen zu tragen. Und generell ist so das Alltägliche jetzt eigentlich schon wie vorher, kann man sagen. Masken werden letztendlich jetzt nur in den Läden getragen und da, naja, nicht so wie es sein müsste, sagen wir mal. Und ja, man merkt schon, dass sich die Leute natürlich freuen, dass sie wieder einkaufen können. Wie normale Menschen, sagen wir es mal so. Das einzige Problem jetzt ist diese Delta-Variante. Die macht der Regierung halt ein bisschen Kopfschmerzen. Das heißt, dass eventuell, wenn es schlimmer wird, dass dann vielleicht wieder einige Sachen eingeführt werden wie vorher. Wie zum Beispiel die Maskenpflicht. Aber das weiß man jetzt halt noch nicht. Zurzeit ist es wunderschön. Es gab so eine extreme Hitzewelle. Und heute war es auch extrem warm. Es ist jetzt, stellt euch vor, es ist jetzt 20 nach 8 Uhr abends, also 20:20 Uhr. Es ist wirklich noch extrem warm. Und gerade im Wasser gewesen. Es ist super warm im Wasser und wunderschön. Und diese Hitzewelle war so extrem, also für die, die arbeiten, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie es war. Also wenn ihr irgendwie Urlaub macht oder so, da habt ihr Glück. Aber wie einige von uns, die arbeiten, ist es schon sehr schwierig, muss ich wirklich sagen. Ja, ansonsten ist es eigentlich alles positiv. Zurzeit ist in Reffenhorn das Streetfood-Festival. Das lohnt sich auch, einen kleinen Besuch abzustatten. Da gibt es halt verschiedene so Stände mit Leuten, die in Reffenhorn ihr Geschäft haben, mit so einer Art Fastfood und nicht nur aus Reffenhorn. Und es lohnt sich, da eine Runde zu drehen. Da gibt es dann auch Musik und so. Und das läuft halt noch bis morgen. Und da fühlt man sich natürlich auch wie ein Mensch, weil man kann da frei rumlaufen und es ist wunderschön. Also das war's, so ein kleines Covid-Update. Liebe Grüße aus Reffenhorn. Wenn ihr wollt, abonniert den Kanal und vielen Dank auch für die Nachrichten. Ich freue mich sehr über jede Nachricht, über jeden, der sich freut, der ein schönes Wort für Reffenhorn hat. Liebe Grüße.